Moin, moin, hier aus Neumünster. Heute war ich beim Topspiel zwischen der SG Wilft Neumünster und dem THW Kiel der U23. Neben mir ja einer der Erfolgsgaranten, Tim Wendt, der letzte Woche auch mal ein Bundesliga-Debüt geben durfte. Tim, wie geht's jetzt nach dem Spiel und generell nach den letzten Wochen? Ja, ist natürlich erst eine aufregende Woche gewesen. Beim Bundesliga-Debüt und phänomenal, einfach wie es heute auch gelaufen ist. Die Mannschaft hat gekämpft, jeder hat Gas gegeben, 100%, und einfach unglaublich der Sieg. Wie kam es eigentlich dazu, gucken wir mal auf die letzten Wochen jetzt, dass du auf einmal dann Bundesliga spielen durftest? Ja, ich hatte ja am Samstagnachmittag um 3:30 erst gestern angerufen und meinte, dass Niklas krank ist und ich soll sofort nach Kiel kommen, weil ich war gerade in Rendsburg bei meiner Freundin. Sofort nach Hause, Tasche gepackt und ab in die Halle. Und wie war denn so das Gefühl, als Spieler diesmal in die Halle zu gehen, nicht als Zuschauer? Ja, war natürlich ungewohnt. Ich habe auch erst auf Emil Flint Öffers gewartet, weil ich wollte nicht so alleine reingehen, und total aufregend. Alle haben mich herzlich aufgenommen und war echt top einfach. Und wie ist denn so das Feeling in der Kabine, wenn man das erste Mal eigentlich so mit Alfred spricht als Spieler zu ihm? Ja, ist einfach überragend. Also jeder hat seine eigenen Rituale vom Spiel und jeder ist konzentriert, fokussiert auf sich selbst. Und wenn Alfred spricht, sind alle leise, hören zu, und dann geht es auch irgendwann raus auf die Platte. Wie war es so generell? Das Warmmachen vor knapp 10.000 Leuten ist ja auch schon geil, oder? Einfach dieses Gefühl zu haben? Ja, ich war auf jeden Fall so sehr aufgeregt. Ey, ich wusste gar nicht, was ich machen soll, wirklich. Es war einfach, ich war komplett nass schon nach dem Warmmachen. Aber selbst schon auf der Bank zu sitzen und einzulaufen, war echt unbeschreiblich. Ja, ich war selber auch in der Halle und hatte immer drauf geachtet, was Gisler so für Zeichen gibt. Und dann sah ich schon, als dann der Ernie Wolf dann halt an die Bank kam, und dann, Gislason auch zu ihm sagte, hier, gleich kommt Tim wahrscheinlich, oder? Ja, genau. 5 Minuten vor Ende hatte Alfred Andi zu sich gerufen und wir haben irgendwie eine Minute geschnackt oder so. Und dann kam Alfred zu mir und sagte, ja, ich bin die letzten 2 Minuten, gib Gas. Und habe ich auch getan, ne? Ja, war weg, krass. Ich war als Zuschauer da und dann zwei Paraden, die einfach saustark waren. Für keinmal vorher, glaube ich, mittrainiert, oder? Nee, also wir haben ja die Wochen davor, wenn die Länderspielpause war, haben wir mit den Rest zusammen trainiert, und aber jetzt vom Spiel wirklich nicht. Jetzt nochmal Blick auf die U23, wo du der Stammtorwart bist. Jetzt nach dem Sieg gegen Wilft ist ja einiges möglich nach oben hin weiter, oder? Ja, genau, jetzt spielen wir nächste Woche Wilft gegen Ostsee. Das wird, glaube ich, auch nochmal ein spannendes Spiel, und auf jeden Fall sind wir oben dran an der Spitze. Und ja, Platz 2 wird unser Ziel sein am Ende der Saison. Ja, auf jeden Fall. Ja, mit Christian Spreng habt ihr auch einen guten Trainer jetzt erwischt, ne? Der ist euch nach Dennis Olbert ja nochmal ein bisschen pusht, oder? Ja, auf jeden Fall. Seine Ansprachen vor dem Spiel, das Training allgemein, bereitet uns perfekt auf den Gegner vor, und haben wir ja heute gesehen, wir hatten für jedes eine Lösung, und ja, dann läuft das Spiel auch irgendwann. Das stimmt. Ihr habt deutlich auch gewonnen, glaube ich, mit 5-6 Toren waren das, glaube ich, nachher. Was geht heute Abend noch so bei euch? Also wir haben heute noch eine Weihnachtsfeier mit den THW Männer 2 bis 6 und mit den ersten und zweiten Frauen, und noch ordentlich gefeiert, und dann über den weiteren Abend möchte ich nicht sprechen. Nee, das glaube ich. Hat denn auch Alfred da mal irgendwie was gesagt für die kommenden Wochen, falls dann die nochmal ausfallen sollte, oder Wolf, oder war es einfach mal quasi so eine Momentaufnahme? Ja, erstmal ein Moment, aber an dir war ja nur Kram in der Magen-Darm-Grippe, und das war jetzt die Belohnung für die Arbeit in den letzten Jahren, die ich geleistet habe. Aber wenn auf jeden Fall nochmal passieren sollte, bin ich auf jeden Fall wieder da. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich und ich wünsche weiterhin viel Erfolg und viel Spaß heute bei der Weihnachtsfeier.